ersten Mal auf dem Podest an der EKC Cross Tour und so nah dran am Sieg. Erzähl mal, wie ist es dir mental während dem Rennen gegangen? Eigentlich nicht so gut. Also, ihr habt ja alle Szenen gesehen. Ich bin nicht so gut gestartet und mit der ersten Runde recht Mühe gehabt. Ich denke, ich komme ein bisschen besser die erste halbe Runde bis die erste Runde durch. Und dann, ja, und dann bin ich ein bisschen hinten gewesen, leicht nervös gewesen, und dann habe ich dann doch gleich gesehen, dass ich Positionen gut machen kann. Und, ja, und dann hatte ich zweimal noch ein bisschen technische Probleme gehabt, kurz, und dann bin ich wieder zurückgefallen, habe ich wieder nach vorne kommen, und am Schluss bin ich zurück an die Spitze gekommen und die dritte, letzte, zweite, letzte Runde ein bisschen können nachfahren, sage ich jetzt mal, und ja, und dann halt alles auf die letzte Runde gesetzt und ja, leider ist es knapp nicht aufgegangen, aber für mich jetzt das erste EKC Podium, sicher happy. Letztes Jahr habe ich es nie geschafft, das Podium beim EKC Cup Rennen. Und ja, bin super happy trotzdem. In Kürze kommen wir zum ersten Rundenpassage. Ach, eine Runde. Come on!
Nicola Rohrbach. Exactly in Baden, it's a real cyclocross, and I missed this in Belgium. I want to come every week, but it's not easy. I like these tracks, it's deep and very heavy. In Belgium, it's more and more technical, always with the stairs and everything on it. But here, it's real cyclocross, and I love it. Klaas, thanks to have you here. Congratulations. Dat is de slotapplaus voor Klaas van Tornoot, Nicola Rohrbach, Nicolas Kleppe. Een wonderschöne speel zum Ende.